Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ghost Recon RP. Ja? Ja. Mit dabei ist Enno, Narf und Reaper. Genau, hi. Gesundheit. Was auch immer du komische Anwandlungen hast. So, bitte erlaubt es dir, das Drohnensignal ist scheiße. Sie wird gestört. Schaffst du das von hier aus? Scheinbar. Ja, wunderschön. Leute flüchten allerdings. Ja, die suchen jetzt erstmal. Das war zu erwarten. Wir halten den Kopf unten und versuchen, so, also wir haben zwei Aufträge hier. Ich will wissen, woran esse der. Einerseits Bewegung. Brauchen wir die Dateien und Pläne von einer Designarbeit von einem vom Kartell. Und andererseits müssen wir das Drogen-U-Boot zerstören. Er ist erledigt. Okay. Seid ihr schon auf dem Gelände? An der Mauer. Negativ. Ich verstecke mich außerhalb des Geländes hinter einem Baum, weil sie einen Schuss gesehen haben und ich mich nicht aufdecken will. Okay. Ich befinde mich jetzt an bei mir. Der Mauer ja, zum Gelände. Ich werde beschossen. Ich muss meine Position wechseln. Ja, sie. Oh Gott, haben oh! Reaper bemerkt und suchen nach uns. Wo liegt unser Sniper? Er liegt nicht. Ich bin hier. Ich bin halt hinterm. Achso. Ich werde von irgendwo sie noch. Ja, sehen. Sie schleichen zwischen uns rum. Wann war? Oh, da Medic ist dann. Wir stehen auch weiterhin unter Beschuss. Mago down? Nein! Ist. Sieht nicht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Ziemlich ein kleines Stück zurück, um von da aus au! Mit der Drohne zu suchen. Hilfe! Werde beschossen! Ach, ich zieh mich auch zurück. Schäfchen, Hilfe! Ich höre ihn hier irgendwo. Nicht so weit weg! Komm zurück! Ah. Ja, hier! Nein, hier! Ja, ja! Oh. Go down. Aua! Nein, 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 nein! Da hat er doch immer angegriffen. Ja, ja, ja! Aua! Mist, das ist ein Sniper. Ich hab Reaper gefunden. Die Pisser schießen. Die Pisser schießen auf Leute, die weglaufen. Da down. Oh, hier versteckt sich einer. Wir haben links von uns auch noch einen Sniper-Turm. Dort sitzt einer drin. Links von uns Sniper-Turm? Da sitzt einer drin. Wo sitzt denn einer? Wenn er sich mal zeigt. Komm. Verdammt, aus der Richtung beschossen. Also da muss einer sein. Ich glaube, ich kann Wanwa da vorne im Gebüsch sehen. Wow, jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Ich muss mich wieder zurückziehen. Ja, positiv, das ist unser. Schafft ihr es mir ein bisschen Deckung zu geben? Wird schwer. Gerade kein Kontakt zu den Gegnern. Hey, Kollege, steh mal auf hier. Verdammt, das war knapp. Ich sehe wieder Farben. Siehst du nicht lange, zieh ich zurück. Achtung, Granaten. Hinter die Bäume, wenn's geht. Ich hab einen ganz guten Schutz. Brauch Feuerschutz. Das macht drei. Vorsicht, wir werden hier immer noch beschossen. Ein Sniper ist irgendwo.
Autsch. Ja, ich sag der doch Schuss. Links. Das macht drei. Ja. Links auf den Turm. Man sieht doch immer wieder das Visier. Sieh ein Drittel. Ah. Umgelegt. Sah so aus, als wäre er weg. Statusmeldung? Ja, wahrscheinlich hat er sich nur versteckt. Okay. Deckung gesucht. Wie geht's unserem Scharfschützen? Ich bin hier vorne noch, aber ich sehe keinen Sniper von irgendwelchen Türmen. Mit welchem Turm redet ihr? Komm, siehst du mich? Nein, ich bin hier an einem Zaun. Granate kommt, komme mir an der Kuhle raus. 2 Millionen Bäume. Relativ weit rechts vom Lauf. Moment, ich komme hier nicht jetzt. Ja, ich bin hinter dir. So, in der Richtung. Halt mal deinen Schädel unten. Okay, das hört sich ruhig an. Wow! Negativ, negativ, negativ. Man kann Rückungsfeuer! Im Sniper-Turm befindet sich derzeit niemand. Ich denke, Enno hat ihn erwischt. Das war aber auch so ein Lackschatz. Was anderes hast du ja auch nicht. Wenn du durch ein Fernrohr guckst, oh mein Gott. Hallo. Ist ein Zutritt aufs Gelände möglich? Bisher anscheinend ja. Also in unserer näheren Umgebung sehe ich soweit keinen. Wir haben da hinten eine Flugabwehr. Da kommt einer. Ich versuche das Gelände zu sichern. Er läuft um den Funkturm rum. Ihn gleich im Visier, wenn er sich zeigt, ist er weg. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ja. Na Mist. Tango getroffen. Den hast du erwischt. Oh. Juppa, wo gehst du hin? Ich wollte eigentlich auf irgendein blödes Gebäude, damit ich besser zielen kann, aber überall, wo ich hin will, ist irgendwas. Versuch das ganz rechts zu nehmen. Ich denke, das ist noch mit am besten. Verstanden. Habe eine Waffenkiste gefunden. Weise euch den Weg. Okay. Yeah. Drücke zu euch vor. Das Gebäude hinter Enno und Weaver. Ja. Find ich. Ah, von dem Funkturm aus werde ich beschossen. Immer noch. Er ist außerhalb da, wo wir eben waren. An der Mauer. Von draußen. Was haben wir da schon? Oh, ich glaube, da ist. Ich weiß nicht, was da ist. Da können wir gleich schon. Wir müssen uns eine SR-25. Was für ein Waffentyp? Das ist doch gerade nichts. Bin mir da nicht so sicher. Tango ist tot. Eine SR-25 ist ein Scharfschützengewehr. Habt ihr ihn erwischt? Mhm. Sehr einen auf der Straße, ein Gegner. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Tot. Ich glaube, das hier ist das höchste Gebäude, wo Reaper rein könnte. Hier ist auch Munition. Sollte sich jeder einmal aufmunitionieren. Ich sehe eine montierte Waffe. Es ist immer schön, dass die vom Kartell unsere Munitionskisten hier rumliegen lassen. Ich gucke mal, was ich für eine Waffe bekommen habe. Das ist ein Scharfschützengewehr. Ja. Aber kein interessantes. Ja, also ich werde es auf jeden Fall versuchen. Noch weiter hoch komme ich hier gar nicht. Was ist es denn für eins? Eine SR-25. Ja, das ist ein nettes Ding. Nicht das 9 Plus Ultra, aber es ist schon besser als die ganzen anderen Dinger, die wir hier hatten. Was haben wir jetzt eigentlich für einen Auftrag hier drin? Wir sollen die Pläne organisieren. Okay, also das Gelände absuchen. Ja, ich hab die Pläne wahrscheinlich. Da vorne steht ein Panzer. Moment, ich fahre. Ist ein Klassiker aus der Zeit, als ich noch nüchtern war. Hier einmal quasi diagonal rüber übers Lager. Da steht ein Panzer auf der Straße. What? Und da sieht das auch verdächtig nach Geheiminformationen aus. Du meinst den mit der Raketenabwehr? Oder finde mich an der Raketenabwehr. An der Raketenabwehr vorbei, die Straße runter. Oh Gott, ja, ja. Ich glaube, das ist kein Panzer, sondern ein gepanzertes
Naja, es hat 8 Reifen und hat oben einen drehbaren Kopf. Also es sieht für mich aus. Oh ja, die Dinger kenne ich. Die sind ja cool. Aber das war eine Raketenabwehr. Was? Hat halt nur die Räder für den Transport gehabt. Ich guck mal. Nee, unten. Nicht das explodierte Ding. Also ich glaube, du kommst mit den zwei Joysticks da drin nicht zurecht. Oh. Verstandenes Spielzeug. Aber die Halle, die daneben ist, die sieht irgendwie nach geheimen Designerplänen aus, oder? Ein APC. Ist hier noch Platz? Oh, schön ja, geländegängig. Wir müssen auch gerne einsteigen, aber unser Fahrer denkt sich, nö, ich fahre das halt lieber zu Schrott. Also lass lieber einen Profi ran. Oh, ich habe hier noch ein Zubehörteil gefunden. Ein großes Magazin. Wo? Das ist aber interessant. Da mit den Turm, der Ballfahrer? Bei dem Raketenabwehr. Nee, da kann noch einer ran. Welches Raketenabwehrgeschütz? Das, was kaputt gesprengt wurde. Das, was du gesprengt hast. Das ist aber ein schönes Magazin. Gott. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden, wo dieses Geschütz war. Berghoch. Ich sehe schon, die Herren der Schöpfung haben Spaß. Okay. Ja. Ah, ich bin bei ihnen. Ja. Hier drin, direkt rechts rum. Passt gut zu meinen Stiefeln. Und da unten ist noch ein Bunker. Da gehe ich mal rein. Wie habt ihr es geschafft, dass das Ding jetzt schon aus dem letzten Loch verhäuft? Ja, die haben. Der PKW-Fahrer meinte mit dem Ding eine kleine Spritztour zu machen und hat sich dann eine Mine überfahren. Aber was das Teil normalerweise aushält, weil Storkel 5 mm Panzerfahrer. 5 Meter gefahren. Dann kam unser Nichtfahrer, Scharfschütze, und hat das Ding zu Schrott gefahren. Also, ich kann das Teil fahren. Ich weiß ja nicht, warum du es nicht fahren kannst. Also ich glaube, wann war irgendwie mehr. Aber es könnte auch so ein persönliches Ding sein. Oh wow. Irgendwo hier sollen doch Informationen sein. Da will sich gerade wahrscheinlich neues Auto. Ja. Immer diese Amateure. Findet sich sonst noch irgendetwas auf diesem Gelände? Haben wir die Informationen schon gefunden? Ich sehe noch eine Zubehörkiste. Also ich bin gerade in der Lagerhalle und durchsuche das Ganze mal. Information? Zubehörkiste? Ich glaube, ich sehe sie. Straße zurück. Habt ihr das Magazin schon genommen oben? Nein. Dann einmal neben dem Flugabwehrsystem, was oben gesprengt wurde, daneben das Gebäude. Direkt, wenn ihr reinkommt, rechts in der Ecke. Wo ist denn hier diese Zubehörkiste gewesen? Die hattest du auch gerade eingesammelt. Ach, das war die. Okay. Ja. Ja, das Ding habe ich schon. Ich betrete mal noch den Bahnhof hier. Das ist echt. Hier ist tatsächlich nichts. Das so weit ist ein dickes konnte. Ding. Ja. Hält das? Das ist das Problem. Sachen aus? Das war ja mal geil. Oh! Jetzt sollten wir noch schnell nach Informationen suchen, die uns sagen, woran El Cerebro gerade gearbeitet hat. Okay, also zumindest haben wir ihr Spielzeug kaputt gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Baupläne finden, weil unsere Regierung natürlich interessiert daran ist. Und die finden wir wo? Also wenn ich raten müsste, dann in diesem komischen Tunnel hier. Ich meine, die Schienen von dem Ding da führen direkt hier rein. Ja, ich habe diese Gebäude schon mal durchforstet, aber ich habe nichts gefunden. Hey, Herr Hacker. Ah, da. Ach, komm.
Wir haben die Info über Cerebros Forschungen und sein Prototyp ist ausgeschaltet. Projekt erledigt. Ach, nur der Ausguck. Okay, das ist schon mal schön. Munitionsvorräte, wir sind noch voll. Dann können wir ja mal gucken, ob unser Medic hier doch den Panzer fahren kann. Soweit das Ding noch fährt. Der qualmt doch nur ein bisschen weiß. Aber in die Werkstatt. Lackschrift drüber, dann ist das wie neu. Alle drin? Nein. Nein. Aber nicht. Aber hinter uns geht's lang, ne? Also. Ui. Oh, das fällt sich wie Kaugummi. Das gute Kartell hat U-Boote gebaut, womit sie Drogen nach Florida schmuggeln. Die sollen wir jetzt ausfindig machen und am besten zerstören. Oh, das Zerstören ist kein Problem. Schaffst du es hier links raus? Ohne die Maut zu zerstören. Und nochmal links über freie Fläche. Benutzen die Straße nicht. Der oder wo ist denn hier die freie Fläche? Hier ist nur eine Straße. Naja, nach links. Links übers Feld. Nur noch gerade. Hier ist so gut, dass wir einen Panzer fahren und kein Gelände rein. Noch weiter links. Oh. Ich sehe es schon kommen, das wird böse enden, aber. Naja. Das Ding ist geländegängig genug. Wir dürfen nur nicht ins Wasser. Oh, Vorsicht! Da vorne vor uns. Da wartet doch schon wieder einer. Da will? Ein Drecksack weniger. Das sieht aber interessant aus hier mit den Ruinen. Aber warte mal an. Kann sich schnell ändern. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Interessant, dass sie das auch überhaupt nicht gekümmert hat, dass wir da hinten einen Party veranstaltet haben. Da ist einer unten zwischen den Ruinen. Und noch ein weiterer ein bisschen rechts davon am Stein. Eine große Gruppe hinten bei dem Flutscheinwerfer. Ich habe eins von Cerebros positiv. Also wir haben auch noch was nicht stehen, also wir haben zu viele. Wir sollten uns langsam. Meinst du nicht, wir schaffen das langsam, wenn wir erst die in den Ruinen einzeln ausschalten? Da im Turm befindet sich auf jeden Fall ein Scharfschütze. Ganz durch auf der anderen Seite des Stützpunkts? Nee, nein. Auf dieser Seite hier vorne im Turm. Bei 1 und 2 in dem Turm. Ja. Wenn wir die Seite hier eingenommen haben, dann können wir uns langsam weiter vorarbeiten, denke ich. Ich kann die Nummer 2 im Turm, glaube ich, treffen. Ich hätte Nummer 3 okay. Im Visier. Moment, bewegt sich. Okay. Ist hinter einem Baum verschwunden. Nummer 1 steht jetzt still. Hätte Nummer 3 wieder halbwegs im Visier, wenn er nicht wieder verschwindet. Könnt ihr ausschalten, also die sehen sich nicht. Die kriegen das nicht mit. Ich hab okay. Die Kontakt getroffen. Okay. Alle ausgeschalten. 3 bewegt sich noch weiter darauf zu, aber der wird das nicht mitbekommen, der wird die Leiche nicht finden. Och Gott. Jetzt bolt er natürlich. Was ist mit 1? Das ist eine Gruppe. Da sind nochmal 4 weitere Personen links. Und im Lager sehe ich auch noch eine schwer bewaffnete Person. War es immer noch nicht ausgeschaltet? Nein, weil meine Waffen denken, meine Kugeln denken sich, nö, das ist ein Busch, da kannst du nicht durchschießen. Busch auf Steel? Ja, scheinbar. 2 ist schwer bewaffnet. Ich mach den jetzt im Nahkampf platt, den Wichser. Neben ihm ist noch ein weiterer schwer bewaffneter, sowie 2 leicht bewaffnete, die nicht markiert sind. Denkst du? Erledigt. Ja, insgesamt zähle ich knapp 8 Tangos. Wir rücken vor zu dem ersten Türmchen, zu den Ruinen. Ja. Dann nutzen das als neuen Stützpunkt quasi. Ich wurde gerade erkannt irgendwo. Ja, da läuft eine Person, ist jetzt bei der Madonna, ich erschieße sie. Moment. Ja, die haben den Turm abgeschlossen, man kann nicht hoch.
Ach, verdammt. Der Gegner bei der Madonna ist erledigt. Allerdings ist die große Gruppe jetzt aufgeschreckt. Herr, sie kommen angelaufen bei der der Scharfschütze hat mich in Sicht. Wer ist der Scharfe? Hinten am Turm. Nicht markiert. Granatenbeschuss. Die schwer bewaffneten ziehen ab. Ein Tango weniger. Ein Tango down. Position ist jetzt bei Enno. Stehung von irgendjemandem unter Beschuss. Eins und zwei sind die schwer bewaffneten. Einer zwei unmarkiert in dem Lager. Kommen mit vier jetzt rausgelaufen. Zwei Tangos down. Ich wechsle die Position ein bisschen. Hab ihn. Die bewaffneten sind down. Ja. Alle auf der mittleren Insel sind markiert. Kann ich bestätigen, ich könnte eine Granate reinwerfen. Versuch's. Granate meine Position. Kommt, Granate aufpassen. Ah, das war nicht so effektiv. Hier werden wir dauerhaft gesehen, das ist schlecht. Das war aber auch schon das U-Boot, das wir zerstören sollten. Das ich habe eine Granate neben mir, aua, das ist... Das down. Die vier sind ins Wasser geplumpst. Ich bin fast down. Ich bin auf der Insel bei der 1 und der 3. Ah. Mist. Sunny? Sunny ist down. Verdammt. Bei der 3 ist, ist Reaper dann gegangen mit einer Granate. Direkt an der Mauer. Ich muss gucken. Wann war da vorne bei der Insel schon? Weißt du noch genau, wo bei der 3? Die hatte sich nämlich gerade schon bewegt. Ich bin hier. Er war an der Mauer. Ich werde schon wieder gesehen. Hier. Hast du Reaper? Ich bin, wenn du rauskommst, direkt neben dir. Sorry, du verschwindest so gut mit deiner Umgebung. Ich, dein Tarnanzug. Das sind meine Tarnanzugs. Ich kam hier nicht mehr raus. Die haben mir eine Granate vor die Füße geworfen. Könnt ihr Deckung geben? Dann gehe ich zu Vanwa. Verdammt. Ah, auf der anderen Seite. Ja, ich sehe dich. Nummer 1 da drüben macht Ärger. Nicht mehr. Okay, danke. Oh, hi! Da liegst du ja um hier. Warum hat das so lange gedauert? Habt ihr die vier erledigt, die hier in dem Wasser geplumpst ist? Anscheinend ist sie ertrunken. Das ist ein Scharfschütze, die 1. Nein, ist es nicht. Müsste aber. So wie der geschossen hat, zumindest hat er ein Scharfschützengewehr. Nicht mehr. Einer weniger. Okay. Aber wir haben hier alles erledigt. Wir sollten das zerstören, haben es in die Luft gesprengt, alles gut. Gibt es hier noch Vorräte für die Rebellen, die wir einsammeln können? Oder hier ist noch Munition? Können wir machen. Ich bin auf der Suche, bin jetzt bei den drei Zelten. Ja, hier sind Supplies. Ich hab mal Rebellen freigeschalten. Gefangene befreit, nicht Rebellen freigeschalten. Also ich weiß ja nicht, in welchem Jahrhundert du bist, beziehungsweise in welchem Spiel du bist, aber das hier ist immer noch die echte Welt. Ich hab gerade einen Predator gehört. Das macht keinen Unterschied. Das glaubt uns eh keiner. Das sind diese Geschichten von Soldaten. Ja, ich frag mich eh, also. Ich würde gerne mal gegen so ein komisches Tier kämpfen. Gegen was? Gegen den Chupacabra? Bigfoot? Eti? Mitten in der Nähe. Interessant, hier oben war wohl noch ein Scharfschütze, den hab ich gut erwischt. Weiß der Teufel, wo seine Leiche hin ist, aber okay. Ja, ist weggeflogen. War ein schöner Distanzschuss.
Wir haben Infos bekommen, dass noch weitere U-Boote existieren. Die wir auch zerstören müssen. Wer ist das? Bisschen flussabwärts, wenn man das so nennen kann hier. Wenn man es Fluss nennen will. Sumpfabwärts war er. Mhm. Wir können Zwischenstopp in einer Stadt machen, die unterwegs ist. Und können wir uns zumindest mit einem Auto fortbewegen, einmal kurz Zwischenstopp in der Stadt machen, ein paar Informationen schnappen und dann weiter. Hier ist ein Fahrzeug. Geländetauglich? Geländetauglich. Ich fahre. Okay, klingt gut. Hier ist Munition. Wer braucht? Ich glaube, unser Scharfschütze wurde von einem Predator angegriffen. Du mit deinem Predator? Ja, einem komischen Wesen, was hier rumschreit. Du hast so viele Filme gesehen. Fahrer? Hinter uns müssen wir hin. Querbeet ein, hinter uns. Ja. Deswegen gibt's. Geländetaufe. Naja. War das der Motor? Ja, an dem Gelände vorbei mal lieber, oder? Du würdest auch mit dem Kopf durch die Mauer gehen. Also am besten nicht weiter geradeaus im Fluss, aber ansonsten... Wir haben dort ein Boot. Das können wir natürlich auch versuchen. Die Verbindung ist gar nicht schlecht mit dem Wasser, das wird nur am Ende ein bisschen sumpfig. Okay. Dass die das U-Boot auch an so komischen Orten verstecken müssen. Okay. Ein nettes kleines Dingy. Ja, wo müssen wir denn hin? In die Richtung hinter uns. Es ist immer hinter uns. Leicht links. Da unter der Brücke durch. Oh Gott, ist das hier buschig. Ein bisschen nach links. Das habe ich bei meiner alten Freundin auch gesagt. Ja, immer diese Flirt-Stories. Also ein bisschen links von uns sollte es gehen, ja, aber... Es geht leider nicht so ganz. Das Boot hängt gerade ein bisschen fest. Ich glaube, wir hängen ein bisschen im Schlamm fest. Okay, ich würde sagen... Dann gehen wir einmal in die Stadt da vorne. Ja. Von da aus mit dem Auto. Oh. Ist ein bisschen seicht hier. Kein Wunder, dass das Boot hier nicht fährt. Wo hat ihr uns den schon geschickt hier? Na wunderbar. Gewitter und wir sind im Wasser. Das ist auch schön. Ja, wenn jetzt ein Blitz einschlägt. Dann einmal schnell, ne? Buchen musst du schließlich suchen. Nee. Nimm den Mund nicht so voll. Unfassbar, da hängen ja Kuchen. Stopp! Was? Du wollte eh den Minivan. Nicht so erschrecken. Okay, der Wagen ist hinüber. Ich wollte auch den Minivan. Und schieß auf den Transporter. Genau. Dein Ernst? Ich muss kurz die Route einstellen. Okay. Das Ding hat keinen Navi. Kurze Frage, sollen wir. Dann gesichtet. Okay, dann fahr. Geradeaus. Oh Gott. Was? Was? Ich bin minimal irritiert. Ziel zerstört? Sollten wir nicht U-Boote zerstören? Ja, aber nicht hier. Also in dieser Stadt wollten wir nur durchreisen.
Vielleicht kommt später noch was, aber hier ist kein Einsatz gewesen. Ich sag nur mal wieder Ubisoft-Spiele. Wir sind mitten in der Pampa. Aber wir können einmal einen Lieutenant verhören, der hier in der Gegend ist. Es ist wie mit Assassin's Creed. Schlecht gewendet und läuft nur mit 14 FPS. In die Richtung, wo ich guck, hier so. In welcher Richtung gucken Sie? Ach da. Einmal hier so lang in die Richtung. Vorsicht, in den Tischen stehen Leute. Mach das doch gleich. Hab einen erwischt. Vielen Dank für die Information. Die kam etwas zu spät. Wer rechnet denn damit? Hallo? Mitten in der Pampa hier. Wer stellt schon seine Wachen mitten im Wald? Das Kartell? Waldwachen. Das offensichtlich. So, dann gehen wir mal ein bisschen duckt davor. Wer weiß, was da jetzt kommt. Ja, es müsste die Stadt sein. Ist ja auch ein Grenzturm. Ne, ein. Was ist das? Ja, das kann das nur sein. So, ich werde mich umsehen. Drohne steigt auf. Ich sehe links einen Scharfschützen. Auf dem Turm. Vielen Dank, Scharfschütze. Der ist tot. Wo siehst du den? Ich sehe da keinen. Ich sehe auch keinen. Also, ne, mal Brille putzen und so. Ja, das denke ich auch. Also, wir haben hier einen Lieutenant, der ist uns wohlgesonnen, aber wir sollen ihn halt einmal verhören. Angeber mit deinen Anbauen. Nix. So wie es aussieht, sind keine Feinde in der Nähe. Das heißt, wir können einfach so vorrücken. Übers Feld und dann zu den beiden Silos, das Gebäude. Was spricht denn der für eine Sprache? Na, das ist ein Rebelle, also einheimisch. Ich bin im Gebäude, hier ist keiner. Wann war, warst du das? Irgendwas ja. Über das Kartell oder die Sicarios hier gehört? Ich weiß, wo ein Kartellsender steht. Man braucht nur zu fragen. Okidoki. Okay. Hier ist ein Kartellorden. Da wird ein kleiner Gangster traurig sein. Noch einmal hier ins Holzhaus, wo wir gerade hier sind. Irgendwo hier sollte für uns was liegen. Welches Holzhaus? Warte mal, ich sehe es. Dieses etwas höhere. Ach hier, ja. Was ein bisschen auf Stelzen steht. Ich glaube, ich befinde mich in diesem Gebäude. Ja, möglich. Irgendjemand ist hier auch vor mir drin gewesen. Ja, positiv. Einmal durchsuchen. Irgendwo müsste hier für uns was liegen. Ah, ganz oben. Wo? Hier im Regal. Im Regal. Okay, da hinten geht's wieder ab. Reaper, bist du auch hier? Ich komm grad rein. Was? Wo denn? Oben von im Regal hier drin. Ach da! Was war denn das Pack für ein Homer Simpson? Ach da! Homer Simpson. Okay, wir haben einen mit montierter Waffe. Alles gut bei euch? Meine Beine! Nein, du hast nur irgendwo runtergesprungen. Deine Beine stecken jetzt in seinem Kopf. Also, wir müssen gleich über eine Brücke fahren und so halb tangieren wir dabei so ein Militärgelände. Das könnte ein bisschen hässlich werden. Das heißt, wir nehmen lieber nicht den Traktor als Fortbewegung. Nee, wir sollten da schön schnell durch. Ja, geht aber trotzdem. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Aus dem Weg. Ah, ich habe ein Fahrzeug. Wir sind aufgeflogen. Der Helfer will sich absetzen. Zeug.
Wurdest du gesehen? Fahrzeug ist bewacht. Haken kann ich nicht anhängen. Scharfschütze? Ah ne, das ist unser Kommander. Aber Scharfschütze könnte die Person auch sehen am Fahrzeug. Haltet Abstand und sorgt verdammt nochmal, ja, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zum Cerebro führen. Okay. Können wir das Fahrzeug die nehmen? Die Straße weiter. What? Ich habe keine Ahnung, was hier für ein Einsatz sein soll, aber anscheinend sollen wir hier kein Auto nehmen, also gehen wir einfach zu Fuß über die Scheißbrücke. Oder fahren mit dem Traktor. Eventuell machen wir auch eine Einsatzpause. Ja. Bin ich auch ganz dringend für. Also, dann... Schon wieder die Predator-Musik. Also, das war's dann mit diesem Einsatz von Ghost Recon Wildlands. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und haut rein. Und viert euch. Ciao. Tschüss.